tolle Musik. Man hört schon auf Repeat, aber Purple Chase muckt auf, weil keiner Bock hat, auch mit ihm zu spielen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag und Purple Chase weiß nicht, wie ihm geschieht, wenn ich das eben kurz beend und dann ins Halbfinale zieh. Digga, was denn? Denkst du echt, ich würde dich verschonen? Denn die Ablehnung bist du ja seit dem JBB gewohnt. You got no problems, aber ich hab eins. Dich bist der Hype, deine Klicks sind zwar nice, doch die bringen dich nicht weit. Deine letzte Runde, Boy, war so irrelevant, denn die wurde jetzt durch die Memo und durch mich interessant. Jetzt bist du in den Hintergrund gedrückt wie deine Backing-Spuren. Will man dich durchschauen, blickt man durch die Silhouette durch. Jetzt will der Sunnyboy battlen, aber im Leben nicht gegen mich gewinnen, das braucht mehr als du geredet. Du kannst den Mund ruhig verstecken hinter Balken oder Kritzelei. Das kommt nicht gut, sondern zeigt Textunsicherheit. Und wenn du Faggot meinst, das Ding dope zu reißen, sollte Rising damit anfangen, deine Flow zu streichen. Erst wenn du am Boden liegst und um Vergebung schreit, ich dir tief in deine Augen und drück drei in deinen Schädel rein. Es ist aus, für dich ist Endstation. Es ist aus, und Purple Chase till up in Gangsterpose. Ich weiß, du kommst wahrscheinlich wieder mal auf Beats von 50 Cent an. Das ist zwar nice, aber juckt mich nicht wie ein Blinddarm. Und weil du prallst, dass er so legendary ist, bleibt die Frage nur, warum verschwendet er Talent für dich? Warum schämst du dich vielleicht ein bisschen für deine Leistung? Oder warum muss man erstmal spekulieren? Ist das vielleicht John? Oder Purple Haze oder doch jemand anders? Digga, bleib bei einem Namen oder fick dich, du Bastard! Jetzt heißt es Game on, also komm, lass uns spielen. Du bist kein Rapper gegen dich, willst sogar Bonga fast real. Komm mit überkrassen Videoclips, Hauptsache man sieht dich nicht. So bist ohne Pussy, Digga, nenn dich Purple Klitoris. Was ein mieser Shit, ich kannte dich nicht mal. Kurze Frage, wie viel muss man für einen Gary Feature zahlen? Oder musstest du dafür seinen Cock kräftig blasen? Das erklärt auch deine Mundschuss, um die Schande zu wahren. Heftige Punches, die du am Start hast, Partner. Deutschrap-Stift, Alter, nenn dich MC Textmarker. Du denkst, du hast voll die dopen Oberarme, doch du und deine Flow-Passagen wirken eher aufgeblasen. Guck mal lieber nicht zu viel, du Pseudokumper-Spaß, sonst kann's passieren, dass sie hier noch bald dein Luftkopf platzt. Man muss für das stehen, was man rappt, du realest Faggot, alles klar. Dann bist du wohl das Michelin-Männchen. Erst wenn du am Boden liegst und um Vergebung schreit, ich dir tief in deine Augen und drück drei in deinen Schädel rein. Es ist aus, für dich ist Endstation. Es ist aus, und Purple Chase tritt ab in Gangsterpose. Hallo Justin, sag doch mal, wie ist das mit dir, wenn du per Video verswipest, deine Status verlierst? Deine Chance reicht nicht ein, denn ganz im Gegenteil, weil hier gegen den Swipe siehst du blasser aus als Edelweiß. Keiner hier kann's nachvollziehen, was machst du hier schon wieder? Johnny oder Justin oder irgendwas mit Lila? Deine sinnlosen Beleidigungen? Ah, stimmt. Du verpasst die Gelegenheit deines plötzlichen Kindes. Wenn du am Boden liegst und um Vergebung schreit, geh ich dir tief in deine Augen und drück drei in deinen Schädel rein. Es ist aus, für dich ist Endstation. Es ist aus, und Purple Chase tritt ab in Gangsterpose. Digga, Rasta, Dem, John, Dread, Bomba, Klatt. Na, Banda, IQ4, Speak of Thanks, Bedacht, Zeh. Mit dem realen Dread, der Tournament, you have a chance, it pass. Always step up on the real, but my boy, the blunt. Na, don't we pull still, this year one murder them. Chop John like Sample, this year song, we murder them. Kill Soundboy like a Abbott, BRX, we murder them. Say, afraid of it, kill sounds like them, never heard again. Gangster, doch kassiert für Androhungen, ja, wie ein Sklavenhändler. Spuck große Töne, doch der Faggot reicht dich ein. Du wolltest ein Rapper werden, doch hattest Pfeile bei. Was dieser Sickery hier will, das bleibt für jeden unbegreiflich. Bist zwar mega motiviert, doch um zu rappen fehlt da einiges. Damit's für dich begreiflich bist, erklär ich's dir ganz einfach. Wärst du ein Rapper, fuck, dann wär ich lieber keiner. Michael Dope, bei dem nichts anderes als seine Speiche flott, wenn er mal wieder voll genüsslich an ein paar Eisel blaut. Wage es nochmal mich zu dissen und du stehst an der Wand mit nem Shotgun auf dem Rücken. Du bleibst auf ewig nur ein Loser, der nur hier ist, weil er Glück hatte. Man muss nicht betteln, hier ist weiterkommen Glückssache. Und weil das Masken-Ding mittlerweile nervt, zeigst du keine Relevanz für uns, um mehr noch zu erzählen.
erklären? Und Narrow, nein, du fliegst nicht wie Peter Pan, PDH, nein, du spielst auch kein GTA. Doch wenn ich sage, du beendest dich, kannst du sicher sein, dass man von deiner Karriere spricht. In den Werten bist du gut, auch wenn's zur Sache geht, geht gar nicht. Doch deine Videos sind super.